Eigentlich sind sie zu sechst. Heute ist nur einer von ihnen hier, Lukas von den Betrayers of Babylon. Schön, Hallo. dass du da bist. Ja, finde ich auch. Ihr habt auf dem Potpourri-Festival gespielt, diesem Genau. Jugendkulturfestival hier in Mönchengladbach. Das war, glaube ich, im Januar. Hm? Und ihr habt da bei dem Band-Contest gewonnen. Genau. Und jetzt dürft ihr auf dem Horst-Festival spielen. Ja, richtig. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Aktion von den Mönchengladbacher Jugendlichen, Ja, dass die das sowas Potpourri-Festival, das stimmt. Riesiges organisiert haben. Und ja, Ja, ist schön zu sehen, dass. wie ist, also es ist ja, wir sind jetzt ja kurz vorm Horst-Festival, es ist ja bald geht's ja los, 11. bis 13. Juli, und ihr seid, hast mir eben erzählt, der Opener auf der ganz großen Bühne. Ja, Was ein, wahrscheinlich der Opener. okay, aber auf jeden Fall sicher ist, dass ihr auf der ganz großen Bühne spielt. Genau. Was ist das für ein Gefühl, da jetzt bald zu stehen und aufzutreten? Ja, wir sind sehr gespannt, wie das sein wird. Das ist für uns nicht unbedingt der allernormalste, nicht der allernormalste Gig. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass wir die Chance kriegen, mal ja, diesem großen Publikum in Mönchengladbach unsere Songs zu zeigen. Habt ihr eigentlich Lampenfieber dann oder wie geht ihr damit um? Oder gibt es bei euch spezielle, ja, spezielle Sachen, die ihr immer macht, bevor ihr dann auf die Bühne geht? Habt ihr da irgendwas? Nee, ich glaube, wir spielen uns ein bisschen ein und dann gehen wir einfach auf die Bühne. Aber ja, es ist auf jeden Fall eigentlich auf jeden Fall eine neue Erfahrung für uns, die wir auch sehr gerne dann mit für andere Konzerte dann, also aus dem Konzert dann einfach viel lernen wollen. Und ja, ich Ja, es wird denke. wahrscheinlich super. Ich meine, die Bühne ist Ja. groß. Letztes Jahr war eine Menge los, weil das Wetter ja auch so schön war. Ich Ja. hoffe echt auch für euch und überhaupt für das Festival, dass dieses Jahr wieder so sein wird. Hoffentlich, ja. Für die euch jetzt noch nicht kennen, ne? Ihr macht ja so hauptsächlich eigentlich Reggae-Musik, kann man schon Ja, sagen. genau. Reggae, Ska. Ja, das trifft's gut. Das Reggae, trifft's Ska, gut. Dancehall, ich rappe ab und zu Pass und auf, du hast ja alles auf auch zwei Deutsch. Videos mitgebracht hier, ne? Ich Genau. würde sagen, das zeigen wir jetzt direkt erstmal, damit Ja. wirklich alle auch im Bilde sind, worüber wir hier eigentlich sprechen. Moderierst du selber an, du darfst ja aussuchen, welches wir zuerst uns anschauen. Ja, dann würde ich sagen, dann hören wir zuerst das erste Video, das wir gedreht haben. Das ist für das Lied Bleib und es geht ein bisschen darum, dass naja, manche Partys nicht so verlaufen, wie man sich das eigentlich vorstellt und man sollte doch dabei bleiben und einfach hart feiern. Okay, dann hören wir jetzt die Betrayers of Babylon mit Bleib. Bleib, bis die Sonne wieder scheint. Mein Freund von Vernunft eingezäunt, wird ne geile Zeit versäumt. Die meisten Leute haben's eingeräumt. Und du hast doch häufig von nice Vibes geträumt. Bleib, bis die Sonne wieder scheint. Mein Freund von Vernunft eingezäunt, wird ne geile Zeit versäumt. Hier wurde eingebleucht, es sind sich nur leicht betäubt. Du hast dich leider getäuscht und wirst es einst bereuen. Schon am Anfangs bei dir langsam Sense, langweilig wie Wandern an der Themse. Doch kennst du nur Bremsen, dessen Konkurrenten es besser fänden, gäb's mehr die stoppende Lämpen. Ja, du tickst nicht richtig, wie die Swords aus der Türkei. Anibar, ich zahl mit meinen letzten Groschen gern für drei. Bis dann halt es so affig wie Peter Fox, noch mehr schütt ein. Umso später, umso lauter wie der Frosch und tschüss schreit. Okay, Bleib. Euer erstes Video, hast du gerade erzählt. Was mich jetzt gerade da mal am meisten interessiert ist, wie ihr auf diese Idee gekommen seid mit den Fahrrädern. Und habt Ja. ihr die selbst gebaut? Die sind selbst gebaut, aber nicht von uns. Okay. Ein Vater einer guten Freundin von mir ist Künstler und der hat diese coolen Fahrräder gebaut mit einer ganz eigenen Geschichte zu jedem Fahrrad eigentlich. Okay. Wie Und drehten ihr eure Videos? Also sieht ja schon alles relativ oder sehr professionell aus und auch sehr cool gemacht. Habt ihr da ein ganzes Team dahinter? Macht ihr es ja. selber? Also wir haben uns den ganzen Inhalt der Videos selber ausgedacht, haben uns überlegt, in welchen Zeitabständen jetzt was gedreht wird. Also so grob ungefähr. Beim ersten Video ist es noch nicht so richtig komplett so gut gegangen. Also da haben wir dann schon noch viel spontan gedreht, einfach was uns eingefallen ist. Aber beim zweiten Video hatten wir schon doch eher einen guten Plan, was wir da alles reinbringen. Und wir Und haben das einen würde ich guten sagen, Freund. das zweite, nee, erzähl erst mal zu Ja, Ende. ein guter Freund von uns hat ja, einen Riesenspaß daran, uns an irgendwelchen Konzerten zu filmen oder zu fotografieren und hat dann auch mit uns die beiden Videos gemacht. Thomas Meuter heißt Okay. er. Und Und das zweite Video ja. würde ich sagen, gucken wir uns das auch an, moderier es wieder an. Ja, das zweite Video ist für das Lied Sommertag.
Und ja, wir beschreiben einfach ein bisschen, wie wir einen schönen Sommertag verbringen mit einer Jam-Session im Park und mit einem schönen Tag am See. Ja, das schauen wir uns mal an. Betrayers of Babylon mit Sommertag. Heute spielt die Sonne mal kein Versteckspiel mit uns. Guck mal bitte nach dem Grill und dreh den Speck wieder um. Die ganze Crew feiert und der Captain geht rum. Wir machen auf Piraten und ächzen den rum. It's summer in the city, also Baby, lass uns gehen. Auf uns warten Dances, wo die Ladies alles geben. Der Warrior legt auf, lass die Blazy einmal stehen. Was willst du anderes machen, außer crazy abgehen? Ja, in die Boombox wandern nur noch Seedplatten. Wir fahren so weit weg, wie wir Benzin haben. Ist es leer, haben wir noch unsere Gliedmaßen. Doch keine Ahnung, wo's hingeht, wie Breed Martin. Pack deine Gitarre, wir jammen bis zum Morgengrauen. Erst wenn alle Seiten reißen, würde sich auf Ohr gehauen. Doch der Sommer ist manchmal unberechenbar. Und wird dieser Scheiße, freue ich mich aufs nächste Jahr. Oh Mann, wie ich diesen Tag liebe. Ich kann mir ohne Panik schiebe diesen Plan schmieden. Ich ergatter mir einen Platz auf der Parkwiese, wo ich so da liege und Farbe kriege. Also ich finde, dieses Video macht auf jeden Fall direkt gute Laune. Ne? Man hat direkt so ein Sommergefühl. Wann habt ihr das gedreht? Letztes Jahr oder dieses Jahr? Letztes Jahr. Und zwar ja, irgendwie relativ spät eigentlich, dafür, dass es ein Sommerstück ist, sollte man ja eigentlich irgendwie dann im Juni spätestens fertig haben, aber ich glaube, wir haben es im Juni erst gedreht oder so, oder im Juli sogar noch. Und ja, aber ich denke, dass es dieses Jahr wieder gut ankommen wird und es wieder für Sommerstimmung sorgen wird, von daher. Kommt denn bald irgendwie eine Platte raus, oder? Relativ bald, im Herbst wollen wir das fertig kriegen, das Album. Das wäre dann unser erstes. Und wie viele Songs werden drauf sein ungefähr? 11 haben wir geplant. Okay. Ja. Und ja, darauf arbeiten wir halt im Moment hin. Ja, Lukas, da sind wir gespannt auf das Album, ne? Jetzt aber erstmal natürlich auf euren Auftritt auf dem Horsfestival. Ich wünsche euch viele Leute, gutes Wetter und vor allen Dingen ganz viel Spaß auf der Bühne. Schön, dass du heute hier warst. Ja, ich hab zu danken. Wir sehen uns wieder beim nächsten Backstage Talk. Ciao.